Jeder Kommunalbetrieb wird heute vor zahlreiche und vielseitige Aufgaben gestellt, die er mit menschlichen Arbeitskräften allein nicht mehr bewältigen kann. Spezialmaschinen aber rentieren sich nur, wenn sie das ganze Jahr über voll ausgelastet sind. Der Unimog kann mit seiner kommunalen Gerätereihe während des ganzen Jahres so vielseitig eingesetzt werden, dass er sich immer bezahlt macht. Zum Beispiel bei der Straßenreinigung arbeitet er schnell und wirtschaftlich mit der Wassersprenganlage oder Straßenkehrmaschine. Beide Geräte werden an der gleichen Anbauplatte befestigt. Die Kanalreinigung erfordert viel Mühe und Zeit, wenn sie von Hand erledigt werden muss. Der Unimog kann als kompletter Zug für diesen Arbeitseinsatz ausgerüstet werden. Dazu gehören die vorn angebaute Kanalseilwinde, der Schlammbehälter und der Schwenkkran auf der Hilfsladefläche. Im praktischen Einsatz werden die Reinigungsgeräte mit der Kanalseilwinde durch das Rohr gezogen, mit dem Schwenkkran kann der Schlammeimer leicht hochgezogen und in den Behälter entleert werden. Dieser Unimog-Zug für die Kanalreinigung ist beweglich, schnell und leistungsfähig. Kleinere Gemeinden, für die ein Spezialmüllfahrzeug nicht rentabel ist, setzen mehr und mehr den Unimog mit Müllanhänger ein. Dieser Vierseitenkipper trägt 4 Tonnen Nutzlast. Mit der Anhängerbremsanlage des Unimog wird er gebremst und gekippt. Der Müllbehälter kann mit staubfreier Systemeinschüttung oder mit Vorbehälter ausgerüstet werden. Auch außerhalb der Mülltage kann der Anhänger für Transportarbeiten eingesetzt werden, denn der Müllbehälter lässt sich im Handumdrehen abnehmen. Zum Bewegen von losem Schüttgut wie Müll, Sand oder Kies, zum Zuschieben von Gräben oder zum Einebnen von Gelände wird der Unimog mit einem Erdschieber ausgerüstet. Das Gerät ist ebenfalls an der Anbauplatte befestigt. Verschiedene Geräte wie dieser Kompressor sind schnell und ohne Werkzeug anzubauen. Sie werden über die vordere Zapfwelle angetrieben. Die notwendige große Vorschubkraft und sichere Lenkfähigkeit für die Arbeit mit dem Frontlader werden durch den Allradantrieb des Unimog erreicht. Der vorn sitzende Fahrer übersieht das Arbeitsfeld vollständig. Das Schaltsystem des Unimog beschleunigt den Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt. Die Zugleistung auf schlechten Wegen ist verblüffend. Beim Verschieben schwerster Lasten zeigt der Unimog besonders imponierende Leistungen. Mehr als 60 Tonnen kann er aus dem Stand ziehen. Selbstverständlich hat der Unimog eine Druckluftanlage zum sicheren Bremsen des schweren Zuges. Mit der gleichen Anlage wird Schüttgut von der kippbaren Hilfsladefläche des Unimog oder vom Anhänger abgekippt.
Wenn das Material planiert ist, können Anhängerwalzen aller Art vom Unimog in beliebigem Tempo geschoben oder gezogen werden. Das Klappverdeck schützt den Fahrer vor Regen und Kälte. Für den Winterdienst bietet der Unimog eine komplette Gerätereihe. Zur Räumung von Passstraßen oder tief verschneiten Parkplätzen und zum Entfernen der Randwelle werden Schneeschleudern oder Fräsen eingesetzt. Diese Großaggregate treibt ein Mercedes-Benz-Motor, der auf der Hilfsladefläche aufgebaut ist. Bei mittleren Schneehöhen räumt der Unimog die Straßen mit einem Keilpflug. Festgefahrener Schnee oder Eis werden mit dem Unimog in drei Arbeitsgängen beseitigt. Zunächst Aufreißen der Eisschicht mit dem Profiliergerät. Dann folgt das Räumen der losen Schollen mit dem einseitigen Schneepflug. Zum Schluss wird der dabei entstehende Schneewall mit der Seitenschneefräse aufgenommen und auf den angehängten Lastwagen geblasen. Noch nicht vereiste Randwälle werden mit der zapfwellengetriebenen Vorbauschleuder weggeräumt. Nicht nur die Frostschäden, sondern auch die Beschädigung der wassergebundenen Straßen durch den von Jahr zu Jahr zunehmenden Verkehr bereiten den Kommunalverwaltungen immer größere Sorgen. Der Unimog mit Profiliergerät stellt bei ausgefahrenen Straßen, Feld- oder Waldwegen in wenigen Arbeitsgängen das Straßenprofil wieder her. Dabei wird das an den Rändern festgefahrene Material mitverwendet und auf diese Weise Geld gespart. Die Tagesleistungen bei diesem Verfahren sind gegenüber der Handarbeit um ein Vielfaches höher. Am Profiliergerät ist auch der Bordkantenschneider angebaut, mit dem man die ursprüngliche Wegebreite wiederherstellt. Auf diese Weise wird auch der Mittelstreifenpflug angebaut. Mit ihm ebnet man die überhöhte Mitte von Feld- und Waldwegen ein. Ein weiteres Gerät für die Wegepflege mit dem Unimog ist die Bankettfräse. Sie kann je nach der gewünschten Banketthöhe und Neigung eingestellt werden. Bei Hindernissen wie Bäumen oder Kilometersteinen wird sie ein- und ausgefahren. Für die landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Arbeiten innerhalb der Gemeinde gibt es ebenfalls eine Unimog-Gerätereihe. Zum Beispiel gemeindeeigene Obstbäume und Grünflächen werden damit gepflegt.
Zum Laden von Schütt- und Stückgut sind zum Unimog aufgesetzte oder angehängte Lader lieferbar. Sie werden über die Zapfwelle angetrieben. Mit dem geländegängigen Unimog können diese Geräte auch zum Reinigen oder zum Ziehen von Gräben eingesetzt werden. Für die Arbeit im Gemeindewald dienen eine Reihe von Spezialgeräten, wie zum Beispiel die Daimler-Benz Seilwinde. So wird der Unimog das ganze Jahr über im Kommunalbetrieb eingesetzt. Er bildet das Schlüsselgerät eines Maschinenparks, der entsprechend den jeweiligen Verhältnissen zusammengestellt und nach ergänzt werden kann. In Hunderten von Gemeinden aller Größen beweist der Unimog seit Jahren, dass er die Lebensdauer und Leistung hat, die für ein Daimler-Benz-Erzeugnis sprichwörtlich ist.